Servus und willkommen wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin der Max und ihr seid wieder bei Max Works gelandet, aber wieder nicht in der Werkstatt. Wieder nicht in der Werkstatt, das habt ihr schon gemerkt. Das ist die Wohnküche. Jetzt geht's hier weiter und zwar damit eine Katzenklappe. Die Katzen möchten nach draußen, okay, dann sollen sie es tun. Die ganze Kiste, wie ich diese Katzenklappe in das Fenster, nee, nicht in das Fenster, dieses kleine Fenster reinbringe, ist eigentlich ganz einfach. Eigentlich deshalb, weil ich habe wieder eine Sondervariante, weil mein Fenster eigentlich zu schmal ist dafür. Aber auch das, denke ich, kriegen wir hin. Bevor ich jetzt anfangen kann, hier eine Katzenklappe einzubauen, muss natürlich zuallererst die Scheibe raus. Dazu schneide ich mir jetzt hier als allererstes mal innen und auch außen die Silikonfuge auf. Ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Jetzt war die nächste Problematik, wie komme ich denn überhaupt da rein, dass ich diese Glasleiste ein bisschen lösen kann. Mit dem Stemmeisen, mit dem Stechbeitel, der ist ein bisschen arg dick. Dadurch würde ich wahrscheinlich das ganze Holz kaputt klopfen. Deswegen habe ich mich zuerst mal mit so einer Maurerkelle bedient. Und mit der bin ich gut reingekommen in diesen Schlitz und konnte das ein bisschen freinageln. Und konnte mit dem Stemmeisen mich langsam dort reinarbeiten. Das Ganze ein bisschen aufbiegen. Es war bloß noch das Problem, die Stifte zu lösen, weil die sind natürlich tief in dem Holz drin. Und da habe ich mir einfach von der Pucksäge, so einer kleinen Handmetallsäge, das Sägeblatt genommen, kann ich die Stifte hier einfach absägen. Diese Glasleiste schon mal rausbekommen. Und ab da wird es einfacher, weil dann habe ich die Gehrungen frei und kann die anderen einfach rausziehen. Wenn ich jetzt die Scheibe hier rausnehme, ganz wichtig, Handschuhe. Weil die Kanten von der Scheibe gerade hier außen rum, die sind oder können sackrisch scharf sein. Und nachdem ich mir die Pfoten nicht schneiden möchte, gute Handschuhe anziehen, alles kein Problem. Ich stelle die jetzt woanders hin, weil ich möchte natürlich nicht eine neue Glasscheibe einbauen. Ich nehme das hier. Das ist ein Sandwich-Panel. Also, wo gibt es die Dinger? Ich habe lange gesucht. Im Internet habe ich sie auf Zuschnittsseiten nur zu Preisen gefunden, wo ich mir gedacht habe, nein. Und dann bin ich drauf gekommen, Leute, geht zum Glaser im Ort. Der braucht das ständig. Das säge ich mir jetzt noch auf Maß, wobei es schon recht gut getroffen hat. Ja, jetzt passt die Kiste. Jetzt muss ich mir natürlich überlegen, ich muss einen Ausschnitt reinschneiden. Dafür gibt es, je nach Herstellerangabe, muss man das wieder anders machen. Bei meinem ist es denkbar einfach. Ich muss einfach vom Außenrahmen den Umriss abzeichnen. Naja. Ich habe gesagt, normalerweise ist es ganz einfach, weil mein Abdeckrahmen ja schon breiter ist wie das Fenster. Das heißt, ich muss mir damit viel mit Ausgleichen und sowas arbeiten, aber das ist jetzt mal mein Problem. Und zwar habe ich mir überlegt, ob ich dann einfach die untere Leiste hier abgedeckt lasse. Und dementsprechend zeichne ich mir das jetzt so an, dass der untere Teil von diesem Rahmen einfach mit dem Sandwich-Panel unten abschließt. Und dann kann ich mir das jetzt einfach mit dem Folienstift einmal da anzeichnen und dann mit der Stichsäge ein bisschen weiter außen, so 4 mm glaube ich, dann da durchsägen. Auch nur dreimal in den Tisch gesägt. Wenn es alles so einfach wäre, wäre ich schon fertig. Aber wie gesagt, ich habe mir eine besondere Herausforderung gemacht. Mein Fenster ist eigentlich zu schmal für die Aktion. Jetzt sieht man ja, ich kann da noch dahinter langen, weil das Panel natürlich um die Klemmleisten oder die Glasleistenstärke nach hinten sitzt und die Katzenklappe selber erst auf den Glasleisten aufsitzt. So, jetzt muss ich mir hier, also das kann ich jetzt mal nochmal wegmachen, muss ich mir hier auf der Seite natürlich, von mir entgegen, noch etwas zum Unterlegen hier bauen.
was ich dann später auch abdichten kann mit dem Silikon. Und das gleiche brauche ich außen, bloß außen habe ich noch ein Problem mehr. Danach sieht er ja, wie es geworden ist. Und am Ende sieht man dann auch, es geht immer irgendwie. Hui, das war eine Bastelei, sage ich euch. Aber es funktioniert. Dass ich hier oben noch so eine Lücke drin habe, da habe ich jetzt so eine Tischlerplatte eingelegt. Die hebt jetzt noch nicht gut, aber ich würde sagen, da kommt noch ein bisschen Silikon mit hin und dann passt das. Das ganze Panel muss ich auch noch absilikonieren und damit kann ich auch gleich die ganze Klappe absilikonieren. Ist die so gesehen winddicht und dann ist die einzige Schwächung halt wirklich die Klappe. Jetzt schauen wir außen, weil da war ja echt die kompliziertere Geschichte. Hier außen ist natürlich ein bisschen mehr. Da habe ich jetzt diesen Rahmen gebaut, der hier drüber passt, also genau den Ausschnitt. Und später kommt hier der Originalrahmen außen rum, wo ich dann auch die Schrauben, die ich jetzt noch kaufen muss, durchschieben kann. Und der Rahmen gleicht jetzt mal die Rollladenschiene aus. Der Rollladen hätte danach sowieso nicht mehr tiefer wie hier funktioniert. Oben und unten habe ich mir jeweils noch ein Stück Multiplex mit eingeschraubt, dass ich hier einfach auch sauber abdichten kann. Ist das jetzt fertig und es ist bündig? Und wenn das Ding hier drauf ist, und man das vielleicht wirklich mal weiß streicht, dann fällt das gar nicht auf. Sitz passt, wackelt und hat Luft. Na, Luft hat es keine mehr. Nicht mehr ganz so viel. Ich habe ja jetzt vorhin noch alles absilikoniert hier. Das kann ich da theoretisch schon mal rein. Und die Sachen, die jetzt hier noch zum Absilikonieren fehlen, die mache ich dann, wenn das Silikon hier trocken ist. Weil sonst fahre ich mir hier dreimal außen rum. Außerdem ist da jetzt überall noch Seifenwasser drauf. Da klebt mein Silikon nicht. Aber die Katzenklappe ist drin. Sie funktioniert und sie hält. Und das alles mit dieser doch etwas ungewöhnlichen Konstruktion, die mir aber zeigt, es gibt immer einen Weg. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Kommentare, ich freue mich über alles. Vor allem über ein Abo. Ich freue mich über alles, aber vor allem über ein Abo. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wir sehen uns dann. Bis dahin und wahrscheinlich bis ihr das Video seht, liegt draußen Schnee. Weil so schnell wie ich und Freunde am Schneiden sind, wird es wohl eher nächstes Jahr Weihnachten, bis ihr das seht. Aber egal, ihr werdet das irgendwann sehen. Ciao.